Fabio Vittoriti 3:0 gegen Fürstenwalde. Wie gut tut so ein Sieg nach der Niederlage gegen Schönberg? Ja, die Niederlage ist auch nicht ganz verdaut, denke ich, in der Mannschaft, aber das tut auf jeden Fall gut. Jetzt heißt es nachlegen, sonst ist man wieder am Boden nach dem Wochenende. Also das heißt jetzt, am Wochenende ist wichtig und da nachlegen. Die Kritik war schon relativ hart nach dieser Niederlage in Schönberg. Hat das die Mannschaft bewegt? Haben Sie darüber diskutiert? Auch der Trainer hat Sie relativ hart kritisiert. Ja, natürlich wurde darüber diskutiert innerhalb der Mannschaft. Und ich denke, man hat heute gesehen, jeder hat gekämpft für den anderen. Und das ist wichtig in der Liga auch, dass man da als Team auftritt. Und wenn jeder für jeden kämpft, dann holen wir die Punkte. Fürstenwalde ist ja ein Gegner aus der Regionalliga, also aus der gleichen Klasse. Trotzdem hat man Unterschiede gesehen. Macht das so Mut, dass Energie wirklich einfach von der Qualität her besser sein kann als die anderen? Ja, die Qualität, das wissen wir alle, dass die Qualität da ist, aber auch nur, wenn wir 100% dann abrufen, jeder Einzelne, und dann bin ich zuversichtlich. Zwischendurch gab es trotzdem wieder eine Phase, wo man gedacht hat, jetzt war doch der Haken wieder zu viel, das Abspielen auf dem Spiel. Ist das vielleicht auch das Problem der Mannschaft, dass sie ab und an zu schön spielen wollen? Aber ich denke, das gehört zum Fußball dazu. Deswegen spielt man Fußball, wenn man auch mal was zeigen will. Aber ich denke, wenn man 3-0 führt, 3-0 gewonnen hat heute, dann ist das hoch verdient und dann darf man auch mal was machen auf dem Platz, was zeigen. Kommt jetzt die Serie? Ich hoffe.